Ich habe mal vor, hier eine neue Verdrahtung zu machen. Die alte in längs, die ist immer so ein bisschen wabbelig und die andere quer, die zieht die immer so ein bisschen zusammen. Und mit dieser Verdrahtung habe ich mittlerweile all meine Waben gemacht. Deswegen hatte ich hier so eine Idee, wie das Bild hier zeigt. So wollte ich das machen. So, dafür habe ich mir extra so eine neue Vorrichtung gebaut, wie das Rähmchen da reinkommen soll. Einmal für das Seitenloch und einmal für oben und unten die Löcher. Da kommen dann Löcher rein, damit ich, wenn ich die Nägel da durchschlage, in die Rähmchen, damit die dritten Nägel auch nicht in dem Holz hängen bleiben. Das war die alte Vorrichtung für meine herkömmlichen, die kommt jetzt weg. Und an der Stelle kommt jetzt meine neu gemachte. So soll das mal aussehen. So, an dem oberen Teil kommen erst die Nägel rein. Dann wird das Ganze rumgedreht, kommt in den Unterteil. Da kommen zwei, oben drei und unten zwei. Und seitlich jeweils ein Nagel in der Mitte. Geht zwar noch ein bisschen langsam, aber der Rentner hat hier Zeit. So, andere Seite rumgedreht. Der kommt dann da in der Mitte, da ist auch eine Markierung. Kommt dann auch in der Mitte ein Nagel rein. Das sind auch meine selbst gebastelten Rähmchen. So, die Nägel werden dann umgeknickt. Ich habe ja nur eine Verdrahtung von innen, weil mir läuft ja kein Draht außen längs. Deswegen werden die Nägel jetzt so umgeknickt und da wird der Draht dann eingehängt. Da gibt es von früher schon mal einen Film, wo ich das schon mal gemacht habe, mit den älteren Rähmchen. So, hier ist das nochmal von oben zu sehen, wie ich das mache, damit man das besser erkennen kann, wie ich das herstelle. So, nochmal zu sehen, das Seitenteil, wo die eine, da ist die Markierung in der Mitte. Ich bin hier ein sparsamer und vielleicht ein bisschen geiziger Imker und habe auch viel Zeit jetzt im Winter und deswegen mache ich mir das. So, erst wird eine Öse gedreht, dann wird das in den ersten Nagel eingehängt. Zur Kontrolle nehme ich nochmal den Plan, wie das sein muss. Und dann werden die in die einzelnen Nägel eingehängt. Man kann auch an den Nägeln ein bisschen drehen. Wenn das ein bisschen lose ist, kann man das später nochmal mit dem Drahtspanner nachspannen. Und an dem letzten Nagel, da wird das verrödelt. An der Stelle, da sind auch die Elektroanschlüsse an den letzten und an den ersten. Hier sieht man noch das fertig verdrahte Rähmchen. Und so sieht das ganze Rähmchen dann aus, wenn das fertig ist. Oben ist der Elektroanschluss. So, hier sieht man noch mal das Rähmchen und da wollte ich noch mal messen, wie viel der zusammengegangen ist.
das Rähmchen ist in der Mitte kein Millimeter zusammengegangen, wie ich das hier nachgemessen habe. Und das alte Rähmchen ist 2 bis 3 Millimeter zusammengegangen.